Hallo und herzlich willkommen zur Neumondenergie für den 10.7. Ja, Neumond, Neustart und ich spüre die ganze Zeit schon, ja, da will sich etwas ganz, ganz Neues entfalten. Da möchte kraftvolle neue Energie geboren werden. Und ich möchte auch gar nicht so lange vorwegreden. Ich mache das wie beim letzten Vollmond-Reading auch. Ich mache dir hier ein kurzes Intro mit allgemeinen Energien, die in dieser Neumondphase wirksam sind. Und dann schaue ich auf die einzelnen Elemente, auf die einzelnen Sternzeichen. Ja, mein Name ist Sirut Sabina Haller von lebensradweg.de und ich freue mich riesig, dass du jetzt hier mit dabei bist. Und ich möchte zu Beginn erstmal um eine Energie bitten, die uns alle hier in dieser Neumondphase begleitet. Und vielleicht hast du bei dir auch schon gespürt, dass sich da jetzt eine neue Energie entfaltet, wobei die Frage ist ja auch, ist die wirklich neu? Oder ist es eine Energie, die da schon lange in dir ist, die jetzt aktiviert wird? So ist es zumindest bei mir. So, lass uns mal schauen. Die darf es sein. Ich ziehe die jetzt erstmal und wir schauen dann im, ja, Ganzen, welche Karten sich hier zeigen, welche Energien sich zeigen, welche, die lassen sich aber hier gerade schlecht mischen, die wollen wohl nicht, sind auch ein Stück größer. Welche Energie begleitet uns hier in diesem Neumond? So, ich weiß ja noch gar nicht, wie rum ich die jetzt lege. Ich lege sie so rum hin. So, und eine Göttin gibt es auch noch dazu, die eben auch mit einer besonderen Frequenz hier in diese Energie, ja, ich möchte fast schon sagen, hineinströmt. So, eine Botschaft bitte hier zum Neumond am 10.7. So, die lege ich jetzt hier hin. Und dann schauen wir mal. Communication, die Kommunikation. Hör gut zu. Hör gut zu. Sprich klar, mit Zuversicht. Und was ich hier so wahrnehme, auch auf dem Bild, erlaube dir auch mit deiner Seele zu kommunizieren. Und mit den vielen Schmetterlingen hier habe ich das Gefühl, es kommt Leichtigkeit in die Kommunikation hinein. Es kommt Transformation in die Kommunikation hinein. Und vielleicht braucht auch vieles gar nicht mehr so schwierig zu sein. Ich muss mal gerade hier blättern. Ich habe nämlich für die nächste Karte hier auch eine Übersetzung für mich vorbereitet, weil ich das dann doch nicht alles so gut auf den Punkt bringe. Connection. Jetzt ist gerade auf den Fußboden gerutscht. Connection, um deine Verbindung. Es geht darum, Isolationen aufzubrechen, dich wieder zurück in deine Vitalität zu bringen und auch zu bemerken, dass du zwar für dich ein Einzelwesen bist, unabhängig bist, aber dennoch abhängig von der Verbindung zu anderen und die Karte sagt auch ganz klar, du bist nicht allein, du bist verbunden. Und schau mal, was auf beiden Karten ist. Die Schmetterlinge.
Und ich habe hier so das Gefühl, vielleicht könnten die Karten auch so rumliegen, um das Bild noch klarer zum Ausdruck zu bringen. Sprich mit deiner Seele. Verbinde dich wirklich ganz, ganz kraftvoll mit deiner Seele. Stell Fragen, lausche in dich rein auf die Antworten, die da kommen. Und spüre, wie du mit allem verbunden bist, wie du dich vielleicht sogar auch hier gerade in der alten Matrix verbunden fühlst, gebunden womöglich. Und wenn du aber deinen Blick nach oben richtest, da ist vielleicht nichts. Und womöglich ist in diesem Nichts alles. Aphrodite. Die Liebe. Ja, und ich glaube, da geht es in erster Linie um die Liebe zu dir selbst. Um die Liebe deiner Seele zu dir. Um liebevolle Verbindung in deinen Worten. Und darum wirklich diese Liebe, die da in dir ist, zum Ausdruck zu bringen. Eine super schöne Überschrift für diesen Neumond und ich freue mich jetzt hier in die einzelnen Elemente der Sternzeichen einzutauchen und zu schauen, was diese Kommunikation und Connection mit der Liebe in deinem Leben so, ja, zum Ausdruck bringen möchte. Ja, meine lieben Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau, Kommunikation, Connection, Verbindung und Liebe. Was für eine schöne Energie hier für den Neumond, für dich, für dein Leben. Und ich bin jetzt ziemlich gespannt, wie sich das Ganze hier zum Ausdruck bringen möchte. Ja, wie die Kommunikation in dieser Neumondenergie vom 10.7. sich für dich zeigt. Wie deine Verbindung zu deiner Seele ist, zu anderen Menschen und wie stark deine Liebe in dir verwurzelt ist. Und genau da möchte ich jetzt hinschauen und ja, ich bin gespannt und du sicherlich auch. Die Kraft, ja, und mit kraftvollen, klaren, liebevoll verbundenen Worten gehst du hier, liebes Erdzeichen, in diese Neumondenergie hinein. Und ich glaube, dass ich da wirklich einiges Kraftvolles öffnen möchte und öffnen lässt. Ja, die fünf Schwerter. Und vielleicht hattest du bisher ein Stück weit Furcht davor oder in dir Vorbehalte, alte Glaubensmuster, um wirklich klar zu kommunizieren. Die fünf Schwerter, da geht es auch um Schuldgefühle, nicht den richtigen Ausdruck zu finden, in der alten Matrix vielleicht auch zu hängen, vielleicht sogar auch in einer alten Beziehung zu hängen, wo eben diese Kraft, die sich da in dir entfalten möchte, nicht erkannt wird, nicht gesehen wird, vielleicht auch nicht gern gesehen wird. Und genau da hast du jetzt die Kraft, mit deiner Seele, mit dieser ganz klaren Kommunikation eine Veränderung zu bewirken. Der Mond, wie könnte es anders sein zu einem Neumond, dass sich hier nicht auch der Mond zeigt mit der Tiefe, mit dem, was da in dir verborgen ist. Und gerade auch an Neumond ist es ziemlich dunkel mit dem Mond, aber genau diese Dunkelheit, die öffnet dir den Raum für die Kommunikation mit deiner Seele, mit der Liebe, die da in deiner Seele schlummert, die vielleicht jetzt wachgeküsst werden möchte. Und vielleicht machen dir hier diese fünf Schwerter auch ein bisschen, ja, dein Leben schwer.
Vielleicht machst du dir damit ein bisschen dein Leben schwer, weil im Grunde genommen hast du die Kraft, diese Tiefe jetzt anzuschauen und ganz klar zu kommunizieren. Du hast die Kraft in deiner Seele, diese alten Muster zu durchschauen und jetzt zu heilen. Du hast sozusagen wundervoll die Bilder, sozusagen den Schlüssel hier selbst in der Hand. Schau dir die Bilder an. Und auch hier das Ass der Schwerter. Ich liebe dieses Bild. Ich liebe hier diesen Sternennachtumhang oder dieses Sternennachtgewand, was die Frau hier trägt und wie sie dir quasi diesen Schlüssel reicht. Und meinem Empfinden nach geht es hier wirklich für dich, liebes Erdzeichen, ganz klar darum, in dich hineinzuschauen und mit dir selbst zu kommunizieren. Mit dir selbst, mit deiner Seele, mit den unterschiedlichen Aspekten, die da vielleicht Angst haben, die da vielleicht in dem alten Drama sind, die da vielleicht auch vor Kraft sprühen und sagen, hey, lass uns jetzt mal hier reinen Tisch machen. So nehme ich das jetzt hier gerade wahr, das finde ich spannend. Und der König der Stäbe spricht davon, dass du selbst jetzt hier in eine ganz, ganz neue Kraft hineinkommst. Der König der Stäbe ist leidenschaftlich, ist ja an manchen Stellen vielleicht auch impulsiv. Und vielleicht bist du auch an manchen Stellen impulsiv. Und das wurde bisher nicht gern gesehen. Und da hast du diese Kraft, die da in dir liegt, verborgen und versteckt. Und jetzt ist es an der Zeit, die zu kommunizieren, die vor allen Dingen mal liebevoll in dir anzunehmen. Und mit dem Ast der Schwerter glaube ich, dass du hier spannend die Bilder und die Worte, die da kommen, dass du mit diesem Schlüssel quasi wie so einen Regler freischaltest in dir, der dich mit dieser ganz neuen Energie der Liebe in dir verbindet. Quasi so einen Regler, wo du für dich eine neue Balance findest zwischen diesem Temperament, dieser Leidenschaftlichkeit, zwischen diesem Konkurrenzdenken oder sich ausgeschlossen fühlen, zwischen deiner Kraft, die da vielleicht nach vorne preschen will, und zwischen diesem stillen, ich möchte schon fast sagen, alles erdulden, was das Leben dir da zeigt. Ich habe gerade voll das Déjà-vu. Kann sein, dass ich irgendwann schon mal so eine ähnliche Legung hatte. Es kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, ins Gefühl. Es geht darum, mit dir, mit deiner Seele zu kommunizieren und dann eben auch im Außen ganz klar und liebevoll zu kommunizieren. Die Königin der Kelche. Und vielleicht bist du in einer Beziehung als Erdzeichen mit einem Wasserzeichen und auch da gilt es für dich ganz klar in die Kommunikation zu gehen, ganz klar dahin zu gehen, dass du auch das zum Ausdruck bringst, wie es sich in dir anfühlt. Der Mond steht für tiefe Gefühle, doch du hast hier diesen Schlüssel. Nutze ihn. Und du musst nicht mehr auf Biegen und Brechen hier deinen Standpunkt verteidigen. Du darfst deinen Standpunkt einnehmen und du darfst da in neuer Form kommunizieren, liebevoll, vielleicht über deine Ängste sprechen, vielleicht über die Vorstellungen dessen, wie du dir dein Leben gestalten möchtest, vielleicht gemeinsam
wie das Leben gemeinsam sein darf. Und wenn da Ängste in dir auftauchen, ja, liebes Erdzeichen, bitte, bitte sprich. Sprich mit deinem Gegenüber, sprich mit deiner Seele, verbinde dich mit der bedingungslosen Liebe in dir und spüre auch, dass du nicht in einem alten System gefangen bist, wenn du dich dafür entscheidest, ja, neue Wege zu gehen. Dieses alte System hat nur so viel Zugriff auf dich, wie du es erlaubst. Und du hast in jedem Moment hier den Schlüssel in der Hand, deine Kraft zu entfalten, liebevoll zu kommunizieren, deine Ängste anzuschauen und dann dennoch für dich da zu sein, für andere da zu sein. Super schöne Energie hier, super kraftvoll. Und ich möchte jetzt gern in der Fortsetzung nochmal ein bisschen tiefer schauen, was hier diese 5 Schwerter sind und auch das Ass der Schwerter, was hier jetzt wirklich so deine klare Entscheidung, das Ass der Schwerter steht auch für Klarheit und für klare Entscheidungen, wo da vielleicht deine Ängste noch mit reinwabern, dass du da noch nicht so ganz klar sein kannst oder vielleicht sogar schon so klar bist, dass sich hier dann auch die nächsten Schritte schon zeigen. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Ich freue mich, dir da gleich wieder zu begegnen. Und du kannst sogar jetzt hier im Juli in einem Special für den Juli ein Partnerschaftsreading zum Sonderpreis dir buchen, wenn du da wirklich für dich nochmal tiefer schauen möchtest. Da findest du aber auch alle Infos unten in der Infobox. Ich freue mich über deinen Daumen, ich freue mich über einen Kommentar und ja, einen wundervollen Neumond für dich und allen anderen, die mitkommen. Bis gleich in der Fortsetzung.